Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geben wir euch einen Ausblick auf die Luftfahrt, wie es sich entwickeln wird. Wir haben im Aerotelegraph zum Beispiel den Artikel natürlich auch gesehen mit Alex von Hönsbruch, dem CEO von Austrian Airlines. Ich werde auch hier oben das Video verlinken, wo ihr nochmal unser Event in Wien seht, wo er unser Gast war, beziehungsweise er uns auch spontan überrascht hat. Wir werden einfach über Themen sprechen. Wie sieht es aus? Wird Reisen nur noch mit geimpft oder genesen möglich sein? Wie sieht das aus mit Flugzeugen, mit der Zero Emission? Wie sieht das aus mit allgemein bei den Fluggesellschaften, mit ihrer finanziellen Lage? Sehen wir irgendjemanden, den wir ja belly up gehen sehen? Der Engländer nennt sowas ja tits up. Fand ich irgendwie lustig, habe ich jetzt in der letzten Fernsehserie gesehen. Haben wir sonst noch ein Thema, was ich vergessen habe, Mario? Nee, du hast doch schon wieder einen sehr breiten und großen Überblick gegeben. Deswegen würde ich mal sagen, Intro ab. Willkommen zum Frequent Traveler TV. Auf der Seite ist der Hoffmeister. Und auf der anderen Seite seht ihr den Kosten. Ja, und wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Und vor allem sind wir hier ja bei einem gepflegten Vielflieger-Talk. Das heißt also, wir versuchen für euch diese Themen einzuordnen, was es für uns eigentlich heißt, wenn ein CEO etwas sagt, ob das für uns auch vielleicht mit dem Status, mit den Punkten oder mit den Meilen relevant wird. Aber bevor wir wieder ins Thema einsteigen und eintauchen, gibt es 2, 3, 4 Dinge, die ihr tun müsst. Und zwar abonnieren, Abonnierbefehl. Glocke an für den Hoffmeister und ganz wichtig, diesen Beitrag liken und unten kommentieren. Also kommentiert einfach zu dem Thema, was euch da am meisten gefallen hat oder auch nicht gefallen hat und dann diskutieren wir das gerne aus. Wir sind voll dankbar, dass ihr mit uns diskutiert. Wir haben ja viele Sachen auch im direkten Chat ausgetauscht, mittlerweile auch hier im Talk, nicht nur auf WhatsApp. Ja, Mario, welches Thema wollen wir als erstes nehmen? Ja, ich glaube, das, was in aller Munde ist und was uns ja bedauerlicherweise wohl auch in den nächsten Wochen, Monaten und ich hoffe nicht Jahren, aber man weiß es nicht, beschäftigen wird, das sind die Impfungen und das Fliegen mit und um Corona herum. Und da ist der Kollege, der CEO, der Meinung, dass das wahrscheinlich in Richtung 2G-Regeln gehen wird. Das heißt also, dass in Zukunft nur noch Genesene und Geimpfte fliegen dürfen. Schon allein deshalb, weil viele Länder tatsächlich nur noch Geimpfte und Genesene überhaupt jeweils ja, quasi einreisen lassen, wie wir das jetzt ja auch zumindest immer noch nicht konkret, aber wie es wohl die USA auch planen. Dort kommst du ja auch nur als Geimpfter rein, beziehungsweise Genesener mit dem entsprechenden Nachweis plus Test. Also der Test scheint dann auch obligatorisch zu sein. Und hier sagt Herr von Hönsbruch, dass er davon ausgeht, dass das wahrscheinlich in Zukunft so sein wird. Und darauf werden sich dann wahrscheinlich die Fluggäste einstellen müssen. Wir wissen es ja von einigen Fluggesellschaften. Ich glaube, die Qantas hat das ja, glaube ich, auch schon für sich selber entschieden, dass nur noch Geimpfte und Genesene mit können. Also das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, zumindest in der nächsten Zeit. Irgendwann, wenn die Pandemie hoffentlich mal überwunden ist, dann nicht mehr. Aber jeder, der jetzt noch nicht geimpft ist und fliegen will, sollte sich darauf wohl einstellen, dass er eventuell dann im kommenden Jahr nicht mehr in ein Flugzeug kommt. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Du bist ja auch geimpft, aber das ist halt so. Ja, das ist in der Tat das Dilemma, dass natürlich viele Leute sich nicht impfen lassen können. Oder wenn wir halt sehen, wie in Afrika zum Beispiel die Impfquote ist, das ist ja teilweise unter 1%, weil die reichen Länder die Impfungen weggekauft haben. Amerika hat ja irgendwie 100 Millionen Impfdosen wieder weggegeben oder sowas. Deutschland ja auch und andere Länder. Nur finde ich eigentlich das Thema sehr, sehr schwierig, weil wie wird es denn sein? Es wird so sein, dass wenn wir fliegen wollen, dass wir unseren Reisepass zeigen müssen, wir müssen unseren Impfnachweis zeigen und es wird halt einen PCR-Test geben. In Dubai muss man einen PCR-Test zeigen, in den USA wird man auch mit PCR-Test nach aller Wahrscheinlichkeit einreisen können. Das heißt also, wenn die Leute getestet sind, dann ist es in meinen Augen fast egal, ob man geimpft oder genesen oder einfach nur einer ist, der auf beides keinen Bock hat oder auf zumindest das Genesen
verzichtet hat, weil das Risiko damit ja minimiert wird. Ich glaube auch, dass jemand, der geimpft ist, wie wir beide, und ungetestet ist, natürlich auch den Virus weitergeben kann. Wenn wir getestet wären, würden wir das Risiko genauso minimieren. Deshalb halte ich das Ganze für etwas kritisch. Aber aus der Sicht einer Fluggesellschaft muss man ehrlicherweise sagen, macht es Sinn. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Fluggesellschaft sagt, hey, wir müssen das machen, was die Regierungen sagen. Und wenn du halt nur nach Dubai oder in Kanada oder USA oder wo auch immer einreisen kannst, so, dann ist das die logische Konsequenz daraus. Und wir werden es halt nicht vermeiden können. Also ich bin gegen eine Spaltung der Gesellschaft in dem Punkt und finde es eigentlich schade. Ich finde, mit getestet wäre es fast besser. Ist so. Also ich meine, getestet bedeutet ja auch, gerade PCR-Test bedeutet ja auch im Grunde dieselbe Sicherheit, die du hast, das Virus nicht weiterzutragen, als wenn du geimpft bist. Aber es kommt ja noch dazu, geimpft und getestet. Also man versucht ja wirklich die Ausbreitung des Virus so weit als möglich zu minimieren. Wir werden sehen, wo es lang geht, in welche Richtung. Und wir werden es eh nicht ändern können. Vielleicht hat es aber dann zumindest einen Vorteil, wenn man dann diese strengen Regelungen anwendet, dass eventuell dann die Maske im Flieger wegfällt, was zumindest auf der Langstrecke sicherlich sehr angenehm wäre. Auf den Kurzstrecken 1, 2, 3, 4 Stunden geht das noch, aber auf der Langstrecke, ich finde es etwas nervig, aber es ist halt auch, wie es ist. Aber theoretisch könnte man ja die Maske dann da weglassen, wie es ja auch in Deutschland bei vielen Veranstaltungen der Fall ist, wenn nur die 2- oder wenn die 2G-Regelung gilt und wird es ja auch in vielen Bundesländern jetzt gelten. Genau, wobei die 2G, ich würde das ja sogar 2G plus nennen, weil 2G, also genesen, geimpft und getestet zusätzlich, ohne die nur Getesteten reinzulassen. Deshalb ist das für mich so eine Art Premium Business Class oder so, wenn man das so will. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eigentlich eine Nachricht, die natürlich eine logische Konsequenz ist. Ganz einfach, warum? Weil ab November die Flüge in die USA wieder gehen sollen und die Fluggesellschaften das ganz klar brauchen. Und da sind wir auch schon auf den nächsten Ausblick, dass natürlich die Märkte in Asien und in USA gerade für Fluggesellschaften wie die Lufthansa-Gruppe, Austrian mit ihren Zielen, zum Beispiel Washington und Los Angeles, die sie angeflogen sind, da auch ganz, ganz wichtige Märkte sind. Deshalb müssen sie sich danach dann richten. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit dem Angebot dann ein Problem wird, weil man vielleicht natürlich nicht mehr 100% der Leute als Kunden ansprechen kann, aber du kannst natürlich auch nicht 100% der Leute ansprechen. Warum? Ganz einfach, weil natürlich nicht 100% der Leute im Markt fliegen. Deshalb hat man dann halt noch eine Verkleinerung der Leute, die fliegen können, kann die Nachfrage so ein bisschen auch schwächen, ne? Ist so, aber die Austrien, wie alle anderen europäischen Fluggesellschaften, setzen natürlich vor allen Dingen wieder auf die Transatlantikflüge. Wir haben es ja, glaube ich, auch schon des Öfteren gesagt und es steht ja auch in jeder Zeitung und jeder, der es nicht wissen will, die Transatlantikstrecke, also Europa, USA, das ist nun mal die Mail-Kuh für mehr oder weniger jede europäische Fluggesellschaft, die international transatlantisch fliegt. Also insofern sind alle darauf angewiesen und alle werden natürlich dann da auch mitmachen, weil man sich einfach diesen Markt in die USA, nach Kanada und dergleichen sichern will und natürlich auch muss. Richtung Asien, der Markt ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, ist nicht ganz so stark, aber er darf natürlich auch nicht komplett wegfallen und insofern werden die Fluggesellschaften sicherlich auch wieder sehr glücklich sein, ein regelmäßiges Angebot Richtung Japan, China und was da sonst noch so alles in Asien ist zu fliegen. Singapur geht ja schon wieder, aber auch Weiterflüge, davon sind ja sicherlich die europäischen Luftfahrtgesellschaften auch betroffen. Flüge nach Australien, auch wenn die Lufthansa nicht direkt bis nach Australien fliegt, aber ja, die Zubringerflüge, also auch die sind im Moment noch dicht, genauso wie Neuseeland. Alles schwierig, dieser asiatische und ozeanische Markt. Muss man mal schauen, wie es weitergeht. Und ja, für die Austrien war der Umsatz ja auch, wie der Kollege dort beschreibt, richtig, richtig bitter schlecht. Und man hofft natürlich, dass es jetzt langsam wieder aufwärts geht. Ja, was natürlich auch ein Riesenthema ist, ist ja auch gerade nach der Bundestagswahl, die wir Gott sei Dank hinter uns gebracht haben gestern, für den einen erfolgreich, für den anderen erfolgreich her.
Jetzt wird halt geguckt, welche Regierung kommt, aber so wie es aussieht, werden die Grünen in jeder der Varianten, die möglich sind, beteiligt sein müssen, genau wie die FDP. Entscheidet sich also nur da, wer CDU oder SPD-Veranstaltungsleiter wird. Insofern, worum es da geht, ist natürlich, dass wir auch ökologisch besser werden sollen. Und da ist natürlich auch interessant, wie die Lufthansa-Gruppe da einsteigen will. Die Lufthansa-Gruppe hat ja auch ganz klar gesagt, dass sie mit dem Emissions, ja, Zero E, wie das bei Airbus heißt, bei dem Wasserstoffflugzeug mitmachen wollen und da ab 2030, Entschuldigung, ab 2050, ab 2035 wollen sie die Bude fliegen haben, ab 2050 wollen sie klimaneutral fliegen. Und das ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Geschichte. Also das sehe ich gar nicht mal so kritisch. Ich sehe es kritisch, ob es bei den großen Langstreckenflügen geht, aber zumindest bei den innereuropäischen Flügen, dass wir da eine Technologie haben. Und man sieht ja auch zum Beispiel an gewissen Verbindungen, jetzt ein bisschen ketzerisch natürlich von mir, dass sie auf Bus umgestellt worden sind und damit auch umweltfreundlicher sind, Innsbruck und so weiter. Aber es macht in der Tat Sinn, dass man viele Sachen in Frage stellt. Und Mario, bist du auch ein Befürworter dessen, dass wir gewisse Strecken, Innsbruck, München, Nürnberg, München, Düsseldorf, Frankfurt, in Frage stellen und vielleicht durch die Bahn ersetzen, nicht unbedingt durch den Bus? Ja, also wenn dann höchstens mit der Bahn, außer es gäbe wie in den Großstädten quasi eine Busspur auch auf den Autobahnen, dass man dort staufrei vorankommt. Ja, du weißt ja, ich sehe das grundsätzlich kritisch. Natürlich diese Ultrakurzflüge, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, München, das wäre schon ganz gut, wenn die nicht sein müssten. Das würde aber zumindest bedeuten, dass München ans Fernbahnnetz angeschlossen wird. Ansonsten finde ich das eine absolute Katastrophe, wenn man dann aus der Münchner Innenstadt dann nochmal umsteigen muss und dann mit der S-Bahn zum Flughafen juckeln muss. Ansonsten, du hast es gesagt, klar, wenn man durch alternative Treibstoffe zumindest innerdeutsche, innereuropäische Flüge ersetzen kann und wie gesagt, innerdeutsche Flüge Frankfurt, Hamburg, München, da ist der Zug einfach keine Konkurrenz. Das dauert einfach viel zu lange, wenn man an einem Tag hin und wieder zurück will und muss. Aber wenn man dann tatsächlich hier Treibstoffe hat, die völlig klimaneutral sind, ist das eine gute Alternative. Plus von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt effizientere Triebwerke, auch für die Langstrecke. Das bedeutet, selbst wenn man auf der Langstrecke dort diese neuen Treibstoffe noch nicht einsetzen kann, bedeutet es ja trotzdem, dass die Emissionen abnehmen, eben weil die neuen Triebwerke emissionsarmer sind. Plus sozusagen die regionalen Strecken, nicht nur bei uns, sondern ja auch dann in Asien und USA oder sonst wo, mit alternativen Treibstoffen. Und das zusammen, meines Erachtens, ergibt dann schon eine deutliche Einsparung an Emissionen. Das wäre, finde ich, zumindest ein realistischer Weg, ohne dass man jetzt die vollkommenen Spinnereien umsetzt und das Fliegen verbietet oder dergleichen mehr. Ja, das ist ein ganz, ganz kontroverses Thema. Also ich habe ja meine Meinung im Prinzip schon gesagt. Also ich bin der ganz großen Auffassung, dass wir uns immer hinterfragen müssen, um besser zu werden. Und das ist Ohne, ganz ist klar so. so. Genau. Und wir haben ja auch an der Bahnstrecke München-Berlin gesehen, dass Fliegen für Es München-Berlin dann funktioniert. immer unsexy wurde. Also insofern sehe ich da kein Problem, was man sich da verbessert. Ja, Mario, was ist das nächste große Thema? Ausblick auf die Fliegerei in den nächsten Jahren. Was denkst du, was sich da noch tun wird? Ist da vielleicht die First Class ein Thema, wo man sagt, die wird abgeschafft werden, die Business Class wird auch reduziert werden? Wie siehst du da die Geschichte? Tja, also die Business Class reduzieren, das mag im Moment vielleicht einen gewissen Sinn haben, weil natürlich auch aufgrund der Grenzschließungen auch natürlich der Businessverkehr stark zurückgegangen ist. Ich wäre da vorsichtig. Ich glaube, auch der Verkehr wird sich wahrscheinlich, meine persönliche Meinung, schneller erholen, als das prognostiziert ist. Und das würde dann halt bedeuten, dass selbst wenn es zu Einsparungen kommt, es auch wieder durchaus einen größeren Markt für die Business Class Sitze, also für die Business Class im Allgemeinen gibt. Ich wäre da vorsichtig, die radikal zusammenzustreichen. Sicherlich, klar, vielleicht 8,
16 Sitze je nach Flugzeug ist vielleicht möglich. Aber am Ende schneidet man sich wahrscheinlich ins eigene Fleisch, wenn man dann kein entsprechendes Angebot mehr geben kann. Bei der First Class genauso. Also wenn man 5-Star-Airline sein möchte, ist man ja im Grunde nicht mehr, dann braucht man zwingend eine First Class. Die kann sicherlich auch kleiner sein, aber man muss für bestimmte Strecken diese aus meiner Sicht anbieten. Und wenn es halt nur, auch wenn es nur eine verkleinerte ist mit vier First Class Sitzen, also quasi eine Reihe, wie das ja geplant ist, aber die muss meines Erachtens vorhanden sein. Oder aber, wenn das der Trend ist, dass man sie dann komplett abschafft, dann sollten aber die Business-Class-Angebote irgendwie noch ein wenig aufgewertet werden. Denn es gibt ja durchaus einen Markt für die First-Class. Der ist sicherlich nicht groß, aber es gibt ihn. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber insbesondere die Asiatischen und die aus dem Nahen Osten haben ja zum Teil ja sogar noch Angebote, die über der First Class sind. Und auch die werden ja scheinbar genutzt und angenommen. Ja, wobei The Residence ja leider zugemacht hat. Was mich daran erinnert, dass wir ja noch den besten First Class Sitz machen müssen. Da werden wir auch nochmal eine Folge machen, nachdem wir Business Class gemacht haben. Also ich glaube schon, dass der Markt da ist. Wir werden sicherlich von den Business-Kunden weggehen in der Business Class, obwohl sie Business-Kunden heißt. Ganz einfach deshalb, weil der Leisure-Kunde da die Überhand gewinnt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Business Class ihre Bewandtnis hat für Leute. Und insofern sollte das Angebot zumindest in einer reduzierten Weise feststehen. First Class kann ich nicht immer sagen, weil es gibt sicherlich Ziele, die speziell sind. Da muss man keine First Class haben. Lufthansa hatte ja quasi das mit den zwei Klassen in der 747 angefangen für touristische Ziele in deren Augen. Selbst Emirates hat ja zwei Klassen, respektive jetzt wieder drei Klassen, weil sie eine Premium Economy eingebaut haben in 380er. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit Timothy Clark auf der Dubai Air Show war, wo wir den ersten 380er mit der Zwei-Klassen-Konfiguration hatten. Und mir wirklich jede Schraube vorgestellt hat, das war 45 Minuten, also er war nerdiger als ich je gedacht habe und ich dachte, hey, er ist einer von uns, er ist derjenige und er sagte, ja, I'm one of yours und ganz einfach deshalb, weil er zum Beispiel auch bei dem Erstflug der 747 nach London Heathrow war er vor Ort, da kannst du halt sehen, dass so ein CEO natürlich auch ein Aviation-Liebhaber ist, also insofern, ich sehe das nicht so als problematisch an, wenn das Business-Class-Angebot so kommt, wie die Lufthansa uns korportiert hat mit den längeren Betten und so weiter, dann ist das auch super, vor das allem bei der gut. First Class, weil ja. Ich das Essen jetzt ehrlicherweise nicht immer so, also es ist nice to have. Ja, aber wegen des Essens, jetzt mal ganz ehrlich, wegen des Essens fliegt doch wirklich keiner. Also das kann mir zumindest keiner erzählen. Da muss ich ja leider widersprechen. Ich habe mit meinen Kunden Diskussionen und eine interessante Geschichte ist übrigens, wir machen mittlerweile mehr Private Jet als vorher. Also wir haben wirklich Private Jet die Kurve ab, die wir für unsere Kunden buchen. Ich habe alleine heute insgesamt 9 Stunden Private Jet gebucht für Kunden. Also insofern für verschiedene Kunden. Das ist krass. Ja. Also ist natürlich jetzt ein Ausnahmetag. Aber da habe ich gedacht, aber Alter, was ist heute los? Aber die fliegen doch nicht Private Jet wegen des Essens, sondern wegen anderer Annehmlichkeiten. Also nein, ich fliege, das Catering war ganz wichtig. Der wichtigste Punkt war mit das echt? Catering. Ja. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Das Essen ist gut in der First Class, ohne Frage, aber man hat ohnehin anderes Geschmacksempfinden. Also egal, was du machst, es schmeckt nie so wie auf dem Boden. Für mich, natürlich muss ein anständiges Essen sein, da gibt es auch gar kein Vertun. Natürlich auch anständige Getränke und den Kaviar meinethalben, aber eigentlich geht es mir doch in der First Class hauptsächlich um den Service drumherum, tatsächlich um die Lounge. Ohne Frage, um den Chauffeurservice, um das massige Platzangebot und um den Service in der First Class. Also das sind für mich die entscheidenden Kriterien. Das Essen ist nur Beiwerk. Ja, aber First Class macht für mich auch nur Sinn, wenn die Flüge so 6-7 Stunden und vor allem länger sind. Weil, ja, sicher, also klar. Auch das Essen. Weil gerade auf so einem Flug, überleg mal New York, Dubai, da hast du 6 Stunden. Da isst du gerade mal, nach 2 Stunden, dann legst du dich wieder schlafen, hast 3 Stunden geschlafen
musst wieder wach werden. Das heißt also, du hast von deinem Schlafenszeit fast 50% geopfert, nur um zu essen. Da esse ich doch lieber in der Lounge. Also auf so Flug Sao Paulo, wo wir da wirklich Stunden unterwegs waren, wo du auch 8 Stunden schlafen konntest oder 9 Stunden, da ist das ja auch alles easy peasy und okay. Aber wie gesagt, es gibt Leute, und ich habe heute auch wieder von einem Kunden, der zurückkam aus dem Mittleren Osten, der hat wieder das Essen gelobt. Meint, ja, super geiles Essen auf der Fluggesellschaft. Also insofern ist für die Leute wichtig. Und weil Ja, wir gerade so über das unbenommen. Essen reden, was ist denn deine Meinung? Wie wird das Essen denn sein? Ist Tasting Heimat das Ende der Fahnenstange oder wird es da nochmal Änderungen geben? Oder ist das in irgendeiner Art und Weise etwas, woran wir uns gewöhnen müssen, dass vielleicht auch in der Business Class irgendwann das Essen bezahlt werden muss? Also das ist eine sehr gute Frage. Ohne das jetzt hier noch zu verlängern, ich glaube, wir sind schon wieder massig über unsere Zeit. 20 Minuten 59. Na dann, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Business Class dazu kommt, dass man das Essen bezahlt, selbst auf der Kurzstrecke nicht, weil dann weiß ich nicht, warum man überhaupt noch Business Class buchen sollte. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, dass man das Essen standardisiert. Das heißt, dass ähnlich wie bei Eurowings die Leute, die quasi den Business-Tarif gewählt haben, alles kostenlos von der Karte bekommen können. Das könnte ich mir allerdings auch vorstellen bei der Lufthansa, dass man dann aus dem Tasting Heimatangebot sich das aussuchen möchte, was man gerne haben möchte, in der Hoffnung, dass es dann auch vorhanden ist. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Also quasi Tasting Heimat ist ja im Moment in der Business Class, aber wenn man das, was es hinten zu kaufen gibt, sozusagen auf die Business Class ausweitet, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also ich glaube eher, dass das so ein bisschen sogar ausgelagert wird, dass man da halt irgendwie jemanden hat, dass du und Co. das Ganze catert auf deren eigenes Risiko als eigene Ja. Kostenstelle. Das ist die eine Geschichte, das hat ja auch der ehemalige CEO von der Austrian mal gesagt. Und was ich auch als sehr große, ja, Hilfestellung, weiß ich nicht, aber als Fortschritt sehen würde, wäre, wenn man das Essen vorbestellen könnte. Das heißt also, so wie bei Ja. Singapore Airlines Book the Cook, dass man das machen kann. Man sieht ja auch zum Beispiel, dass bei Fluggesellschaften jetzt das Essen, Dining on Demand, was in der First Class ja eigentlich das Benefit war, jetzt in die Business Class der Fluggesellschaft bringt. Lufthansa hat das ja, Dining on Demand. Warum? Also ich hatte jetzt von einem, ja, wie soll man das sagen, Flugbegleiter, Flugbegleiterin gehört, das dann sagte, ja, so kann man zum Beispiel das Personal in der Economy Class nochmal einsetzen, wenn nicht alle essen wollen in der Business Class. Also insofern, dass man da mit dem Auch nicht Personal ein bisschen schlecht. besser rumkommt. Ja, hat alles seinen Grund. Also insofern sehe ich das alles mit gespaltenen Sachen. Aber ich glaube halt, es wäre halt cool, wenn man da dann halt wirklich seine Speise bestellen könnte. Alleine auf einem innereuropäischen Flug, wo du dann sagst, hey, ich will die Currywurst einfach haben. Und dass die Ja. dann auch einfach für dich gecatert wird. Am Ende, wenn das mehr kostet, warum nicht? Ist doch egal. Dann hat man aber das, was man will. Da habe ich kein Problem mit 10 € zu zahlen. Ich habe auch kein Problem mit in der Economy 10 € abzudrücken. Wenn das Essen, ich weiß, ich habe früher anders gesprochen, aber man muss sich ja den Notwendigkeiten hingeben, wenn das Essen dann garantiert ist. Und Ja. das ist halt ganz wichtig, dass ihr uns jetzt hier unten einfach, nachdem wir über 20 Minuten, 23 Minuten, 43 mit euch hier jetzt das Ganze verhackstückelt haben, uns unten das kommentiert, nachdem ihr ja abonniert habt, die Glocke angemacht habt für den Hofmeister und dann ganz, ganz wichtig, halt kommentieren, Handbewegung und natürlich den Beitrag liken. Habe ich was vergessen, Mario? Nein, du hast alles wunderbar ausgeführt und da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, wenn man bei jeder Flugbuchung, wie man sich den Sitz aussucht, auch gleich sein Essen aussucht, fände ich wunderbar. Dann hat man immer genau das, was man sehr gerne mag und ja, man ärgert sich nicht, wenn es dann irgendwas gibt, was man vielleicht gar nicht mag. Also insofern eine coole Sache, kann man sich, glaube ich, heutzutage logistisch auch ganz gut darauf einstellen, wenn man da mal so drei, vier Gerichte anbietet. Wäre eine wunderbare Sache, wäre ich sehr dafür. Auch auf der Langstrecke übrigens, ne?
Ganz genau und ganz wichtig, kommentiert unten auch vielleicht schon, was ihr von der Tasting Heimat hattet oder was ihr über umweltfreundliches Fliegen haltet, was ihr halt davon haltet, dass man mit Wasserstoff fliegt, was ihr davon haltet, dass man ganz klar nur noch geimpft und genesen fliegen kann. Also die heutigen Themen, die wir abgearbeitet haben, das ist eine super Geschichte und wir freuen uns da auf den Dialog. Dann sagen wir einfach Tschüss, ne? Ja, tschüss und danke fürs Zuschauen. Ich verabscheue mich auch, ist okay, Herr Hofmeister. Also verabschieden hier, ne? Sag jetzt nochmal, versuch's nochmal. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Okay.